dieses Wochenende von den Adidas Infinite Trails in Gastein. Und gestern sind wir mit dem Prolog gestartet. Das war ein Vertical. Ja, wobei Vertical war ein bisschen untertrieben. Es waren eher so 12 Kilometer flach und die Strecke ist noch verkürzt, weil es geschneit hat. Und ja, also unsere Stärke war das flache Laufen jetzt nicht. Und wir haben jetzt dann unsere Startposition für heute, auch für morgen, ausgelaufen. Und wir starten um kurz vor 5 auf die kürzeste Strecke. Dann mache ich den Anfang. Und dann startet die Froni auf die 57 Kilometer und die Birgit macht dann unser Schlusslicht. Und dann hoffen wir, dass wir vor Mitternacht irgendwie ins Ziel kommen. Heute ist hier Alternativprogramm und Regeneration angesagt. Das heißt, es ist relativ viel geboten. Es gibt Massagen, es gibt Yoga. Heute Morgen war ein chilliger 5-Kilometer-Lauf mit den Profiathleten. Und wir gehen dann jetzt auch noch in die Alpentherme und lassen uns da ein bisschen gut gehen, dass wir morgen richtig fit sind fürs Rennen. Also man sieht schon, wo die Trails morgen lang gehen. Finest Gastein Trails. Da oben über den Grat. Ja, wir haben leider wirklich schlechte Nachrichten für euch. Froni wird morgen keine 60 Kilometer laufen können, weil Adidas hat sie jetzt abberufen nach Bangladesch. Sie ist jetzt in einer Schuhfabrik. Froni, erzähl mal, wie geht's denn in deinem neuen Job? Das ist voll interessant. Ich baue jetzt Schuhe zusammen. Hier im Start- und Zielbereich für die Infinite Trails und wir waren gerade eben schon beim Race Briefing und haben uns angehört, wie das morgen genau alles abläuft und wir haben auch einen heiden Respekt, weil die Cut-Off-Zeiten für die Strecken, die sind echt hart und ich habe mir zwischendurch schon echt Sorgen gemacht, wie wir das überhaupt schaffen sollen. Ja, weil ja, für die 60 Kilometer darf ich im Grunde genommen nicht mehr als 9 Stunden brauchen, sonst wird es nach hinten raus. Ja, hallo, ich bin die Birgit. Manche kennen mich vielleicht auch als Ultramädchen und normalerweise habe ich keine Kappen auf, sondern laufe eigentlich nur mit Blümchen in den Haaren. Und meine liebsten Distanzen sind alles zwischen 40 und 80 Kilometer. Also meine Erwartungen fürs Rennen morgen sind Spaß haben und gut durchkommen. Zeitlich ist es ja ziemlich knapp bemessen, aber wir werden einfach Gas geben, die Aussicht nicht zu lang genießen und dann das Ziel richtig groß feiern. Das Rennen wurde leider heute Morgen kurzfristig abgesagt, nachdem die Wetterbedingungen anscheinend nicht so vorhersehbar waren und sie deswegen die Verantwortung nicht übernehmen wollten, uns oben über die Berge zu schicken. Darüber sind wir jetzt schon sehr traurig, weil wir uns jetzt darauf vorbereitet hatten und uns aufs Rennen gefreut haben. Ich denke, das kann jeder Athlet nachvollziehen. Ja, generell haben wir das Event richtig cool organisiert gefunden. Adidas hat sich richtig viel Mühe gegeben, auch die Athleten rundherum richtig viel zu bieten. Also es war, ist Essen top, es hat Regenerationsmöglichkeiten gegeben. Die Streckenauswahl, die wäre richtig fein gewesen. Und ja, wir müssen halt verstehen, wie die Entscheidung ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf nächstes Jahr. Da sind die Adidas Infinite Trails auch wieder im letzten Juniwochenende. Können Sie dann wieder 333 Teams anmelden und ja, die Anmeldung ist für jeden offen.